Rheinland-Pokal-Viertelfinale, das stellte ich einen der beiden großen Titelfavoriten. TuS Koblenz gegen Eintracht Trier. Ein Spiel um Pokalehren, um Prestige, aber auch um bares Geld. Der Sieger des Rheinland-Pokals startet im DFB-Pokal. So ein Heimspiel gegen die Bayern oder gegen Dortmund wäre ein warmer Geldsegen. Trier kennt das schon. Die Eintracht ist aktuell Pokalsieger, will den Titel verteidigen. Die TuS war im Vorjahr schon in Runde 2 in Oberwinter gescheitert. Mitte März trafen beide Teams an gleicher Stelle in der Liga aufeinander. Damals siegte Koblenz mit 1:0. Blicken wir zunächst auf die Startformation beider Teams. Die TuS im Tor mit Fabrice Vollborn und einer im Vergleich zum letzten Ligaspiel unveränderten Viererkette mit Bartsch, Softic, Marx und Kapitän Gentner. Auf der Solo-6 Michael Stahl, davor das Mittelfeld mit Duchscherer, Saito, Hacic und Lahn, einzige Sturmspitze Patrick Stumpf. Eintracht Trier hatte nach der Niederlage in Koblenz den Trainer gewechselt. Der Neue an der Seitenlinie, Jens Kiefer, spielte mit folgender Aufstellung. Längsfeld im Tor, davor im 4-2-3-1-System der Ex-Koblenzer Bender, Hollmann, Buchner und Brigatsch. Davor zwei Sechser mit Kröner und Kunz, im Mittelfeld Quocalla, Anton und Abelski, der bei Ballbesitz zum zweiten Stürmer wurde, neben Komvalius. Als es dann losgehen sollte, wurde es erstmal bunt. Zu bunt für den Unparteiischen, der wartete, bis die Schengel-Fans sich ausgetobt hatten. Leidenschaft ja, Bengalos und Rauchbomben nein, das alte Lied. Als dann endlich Fußball gespielt wurde, da belohnte sich die TuS schon nach 21 Minuten. Kevin Lahn mit dem beherzten Solo und auch mit dem perfekten Abschluss. Flach ins Eck, das 1:0. Lief doch nach Plan für die Schengel. Vor rund 200 Fans aus Trier, viele von ihnen kamen gut 20 Minuten zu spät und damit noch pünktlich zum 0:1. Insgesamt 1.978 Zuschauer auf dem Oberwert. Koblenz in Hälfte 1 klar besser, Trier noch völlig abwesend. Defensiv ließ die Eintracht, bis auf den Gegentreffer, aber ab dem Strafraum nicht viel zu. Offensiv fand sie nicht statt. Es sei denn, man lud sie ein. Missverständnis bei der TuS, dann das Foul, vielleicht ja mal über einen Standard Gefahr ausstrahlen. Alon Abelski, das sah gefährlicher aus, als es am Ende tatsächlich war. Halbzeit. Koblenz hatte alles im Griff. Trier brauchte noch einen Weckruf. Und den gab es wohl von Trainer Kiefer, denn in Hälfte 2 agierte die Eintracht deutlich gefälliger. In einem Spiel, in dem es nun auch hitziger wurde. Nie wirklich unfair, aber man spürte, hier geht es um was. Chancen gab es jetzt auf beiden Seiten. Die beste aber, den Sack zuzumachen, hatte Patrick Stumpf. Fehler bei den Gästen im Spielaufbau. Und dann geht Stumpf alleine auf Keeper Langsfeld zu. Lupfen, schieben, was auch immer. Hauptsache rein. Nein, ein paar Zentimeter fehlten, rechts vorbei, sah nach Tor aus, war aber keins. Bitter, denn auf der Gegenseite war Trier jetzt offensiv nicht nur gefälliger unterwegs, sondern auch erfolgreich. Steven Kröner, satt, trocken, nicht unverdient, das 1:1 in Minute 71. Spätestens jetzt war es ein offener Pokalfight mit besten Chancen auf beiden Seiten, aber keine weiteren Tore bis zum Ende der regulären Spielzeit. Also, halbe Stunde obendrauf, nochmal alles rausholen. Für genau diese extra Minuten hatte Nessos bei der TuS am vergangenen Wochenende einige Spieler geschont. Jetzt wollten sie sich für eine couragierte Leistung belohnen. Doch auch in 2x15 Minuten sollten keine weiteren Tore fallen, wenngleich es gab Chancen auf beiden Seiten, mehr als eigentlich in den 90 Minuten zuvor. Koblenz hätte ein Tor machen müssen, Trier hätte ein Tor machen müssen, es blieb aber bis zum Schlusspfiff nach 120 Minuten beim 1:1. Ein Blick auf die Ehrentribüne, TuS-Präsident Werner Hecker, durchschnaufen, hoffen, bangen, es wäre so wichtig im Rennen um den Pokal zu bleiben, im Rennen um einen Platz im DFB-Pokal, Elfmeterschießen, Trier traf konstant, die TuS auch, bis André Marx die Lotterie vom Punkt gegen Andreas Langsfeld verlor, bitter, es war die Vorentscheidung, denn die Eintracht behielt die Nerven, Alon Abelski, 5:3 im Elfmeterschießen, in der Summe 6:4, die Gäste schaffen den Sprung ins Halbfinale, in einem Spiel auf Augenhöhe, das Pendel hätte genauso auch in die andere Richtung ausschlagen können, Jubel bei Trier, bittere Tränen bei der TuS. Michael Stahl etwa, der Vorzeigekämpfer, der hier auf dem Oberwert gegen die Hertha aus Berlin, 2010 war es, aus 61 Metern das Tor des Jahres erzielte. Der Traum von einer Wiederholung platzte am Mittwochabend. Es war ein Spiel, denke ich, wo beide Mannschaften alles investiert haben. Es war ein Pokalfight, wie wir uns ihn alle gewünscht haben. Und es ist einfach so bitter, dass wir nicht belohnt worden sind für unseren tollen Kampf, für unseren Fight. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir den André Marx da ganz schnell aufrichten, weil einer muss leider der sein, der dann verschießt. Und da darf man mir auch keinen Vorwurf machen. Man kann, glaube ich, nur stolz sein auf das, was wir heute geleistet haben. Leistung und Einsatz stimmten bei der TuS, nur eben das Ergebnis nicht. Weitere Stimmen zum Spiel. Das war Werbung für TuS Koblenz. Das war ein tolles Fußballspiel mit dem glücklicheren Sieger. Aber letztendlich, wir hatten in den ersten 90 Minuten die Chancen, um das Spiel zu entscheiden. Haben uns die auch erarbeitet, hatten mehr Leidenschaft, mehr Laufbereitschaft an den Tag gelegt. Wir sind stolz auf die Mannschaft. Der Titel wird ohne uns ausgespielt, aber das Leben geht weiter und jetzt müssen wir sehen, dass wir in der Regionalliga Punkte sammeln.
Nachdem wir die erste Halbzeit völlig neben uns gestanden haben, muss ich sagen, haben wir die zweite Halbzeit endlich angefangen auch zu spielen. Wir haben dann uns ins Spiel reingebissen, haben ordentlich Fußball gespielt, verdient den Ausgleich gemacht. Und nach dem Ausgleich war es, glaube ich, ein völlig offenes Spiel. Es hätte können in beide Richtungen ausgehen. Und wir hatten halt im Elfmeterschießen das glücklichere Ende. Und muss meiner Mannschaft dann ein Kompliment machen nach der schwachen ersten Halbzeit, wie sie dann zurückgekommen ist. Trier jubelt in Koblenz und will schon bald ganz in der Nähe wieder jubeln. Im Pokal-Halbfinale geht es am 23. April zu SG Mülheim-Kärlich. Eine Partie, die es vor ziemlich genau einem Jahr im Viertelfinale gab. Damals gewann die Eintracht mit 6:0. Trier ist jetzt der große Favorit auf den Pokalsieg.